So, unser Stand-Up-Paddle-Board ist festgezucht. Wir fahren jetzt nach Luxemburg und zwar nach Vianden und versuchen mal morgen, wenn Wetter einigermaßen mitspielt, das Board mal auszuprobieren. Entweder auf dem Fluss oder da gibt es auch in der Nähe einen kleinen See. Mal schauen, was günstiger liegt jetzt. Gut, jetzt fahren wir los. Ich denke, so in einer Stunde, anderthalb sind wir dann vor Ort. Dann melden wir uns von da aus nochmal. Tschüss. Ja, wir sind jetzt gerade hier über die Grenze gefahren. Sind jetzt hier in Wasserbillig. Fahren jetzt zur nächsten Tankstelle hier auf der Autobahn. Sprit, ja, der Diesel, der kostet hier, wenn ich das richtig gesehen habe, eben 1,39, also ungefähr 20 Cent billiger als bei uns in Deutschland. Ja, das lohnt sich hier. Da kann man schon mal hier anhalten. Ja, genau, 1,39, jetzt sehe ich das da vorne. Wir sind jetzt gerade durch Echternach gefahren. Also temperaturmäßig liegen wir jetzt bei 15 Grad und stark bewölkt. Ja, mal gucken, ob das Wetter dieses Wochenende mitspielt. Hier tatsächlich direkt am Fluss an der Ur. So, jetzt erstmal eine gute Tasse Kaffee gekocht und dann sehen wir mal weiter. Ich denke, wir schauen uns so ein bisschen hier an dem Ort um. So, Kaffee ist fertig, den werden wir jetzt erstmal genießen und dann werden wir noch eine Runde durch Vianden laufen, denke ich mal. Ja, viel machen wir dann heute nicht mehr. Ich habe Frühstück gehabt, bin seit 3:15 dann auf den Beinen. Jetzt haben wir ja schon 6:30. Also ich glaube nicht, dass der Abend ziemlich lang wird heute bei uns. Wir werden nachher noch einen Film gucken und dann gehen wir auch früh ins Bett. Dann melden wir uns morgen früh auf. Wir frühstücken jetzt gleich hier. Wetter ist wirklich sehr schön. 15 Grad haben wir jetzt. Sonne, Wolken. Gemeldet sind für heute 18, 19 Grad. Soll auch trocken bleiben, also optimal für unsere Wanderung, die wir für heute Mittag vorgesehen haben. Ja, hier der Campingpark Vianden hat uns wirklich sehr gut gefallen. Sanitäranlagen, super sauber, mit Duschmöglichkeit und Abspülmöglichkeiten. Und natürlich hier direkt an der Ur gelegen. 10 Meter bis zum Fluss haben wir nur. Wirklich toll. 20 Euro die Nacht, all in, sind dafür wirklich angemessen, wie wir finden. Gestern Abend waren wir noch
kurz nach Vianden rein, haben dann noch eine Kirche besucht, sind dann aber auch wieder ziemlich schnell zurück, weil ich war recht fertig gewesen. Und ja, Anna hat noch einen Film geschaut und ich bin dann doch flott ins Bett. Ja, für heute haben wir, wie gesagt, diese Wanderung vorgesehen. Das sind so 12,2 Kilometer ausgewiesen. Wir haben aber bis zum Startpunkt von hier aus schon 1,5 Kilometer. Das heißt, das werden dann auch wieder so um die 15, 16 Kilometer gesamt. Ja gut, bei dem Wetter ist das wirklich gut zu packen, denke ich. Und für morgen wollen wir noch an so einen kleinen See fahren, der ist auch ganz in der Nähe, und endlich unser Board ausprobieren. Da bin ich mal gespannt drauf, das wird bestimmt richtig lustig. Ja, hier startet jetzt unsere Wanderung. Da oben sieht man das Schloss Vianden. Jetzt haben wir Samstag, ca. 11 Uhr. Ja, die hätten wir aufnehmen können. Hätte das Ganze ein bisschen erleichtert, denke ich mal. Ja, hier geht's nur bergauf, ganz steil. Ja, am Schloss angekommen. Ein kleiner Zwischenbericht. Wir sind jetzt anderthalb Stunden unterwegs. 4,5 Kilometer, aber nur bergauf. War ultra anstrengend bis jetzt. Ich hoffe, dass wir jetzt oben angekommen sind. Dass es jetzt nur noch leicht bergunter geht. Tatsächlich von einem Gewitter überrascht worden. Mit allem drum und dran. Hagel, Blitz und Donner. Ja, da müssen wir eigentlich weitergehen. Wir sind hier bei der Burg Falkenstein angekommen. Die ist in Deutschland, Rheinland-Pfalz. Aber leider ist hier auch eine Besichtigung nicht möglich. Ja, sind wieder zurück beim Camper. Wir sind ja heute Morgen um 11 Uhr losgegangen.
Jetzt haben wir tatsächlich schon 18 Uhr, wir waren also fast 7 Stunden unterwegs. Und in den 7 Stunden haben wir 19 Kilometer geschafft. Allerdings haben wir eine längere Regenpause gehabt, also haben wir uns unter eine Brücke unterstellen müssen. Kam tatsächlich heute Mittag noch ein Gewitter rein, mit Hagel, mit allem drum und dran. Ja, die Strecke, ich würde sagen, anspruchsvoll. Da waren wirklich ein paar knackige Steigungen dabei und der Rückweg. Da waren so ein paar felsige Abschnitte, die waren auch nicht so hoch. Aber hat wie immer eigentlich trotz allem Spaß gemacht. So, jetzt kochen wir was Schönes und dann trinken wir noch ein Bierchen dabei. So, ich mache mal eine Vorher-Nachher-Aufnahme hier von dem leckeren Essen. Ja, und hier das Nachher-Ergebnis. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, wir verlassen jetzt den Campingpark. Dann haben wir uns da ein neues Ziel rausgesucht, und zwar Luxemburg-Eschternach. Da gibt es auch einen kleinen See. Ja, da fahren wir jetzt hin, ungefähr eine gute halbe Stunde, sind so 30 Kilometer. Hier sind wir am Eschternacher See angekommen. So, jetzt wird erstmal aufgepumpt und dann raus auf den See. Ich bin mal gespannt, ist das erste Mal für uns heute. Naja, schauen wir mal. So, die erste Runde mit dem Board haben wir jetzt hinter uns gebracht. Bin einmal ganz kurz reingefallen. Und zwar, da wollte ich von der knienden Position in die stehende. Und das habe ich wohl ein bisschen verwackelt und da bin ich reingeplumpst ins Wasser. Danach, der zweite Versuch hat dann wunderbar funktioniert. Da bin ich eine große Runde um den See rumgepaddelt. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich war bestimmt eine halbe Stunde unterwegs, schätze ich mal. Und das ging dann auch ohne jede Probleme. Also kann ich nur weiterempfehlen, macht Spaß, werde ich wohl auf jeden Fall jetzt öfters mal probieren. So, wir gehen jetzt von dem See in die Stadt Eschternach. Sind zu Fuß so circa 10 Kilometer. Das hier ist die Sauer und im Hintergrund die gleichnamige Brücke, die Sauertalbrücke. Ja, wir sind jetzt zurück aus Eschternach und fahren jetzt nach Hause. Wir legen aber noch einen kleinen Zwischenstopp ein, und zwar wir fahren jetzt zu Annes Mutter und da gehen wir noch eine Kleinigkeit essen, weil heute ist ja Muttertag, der 13. Mai.